eine Königin. Ich wurde von Kilussa kontaktiert, einer Brutmutter. Sie hat von deinen Erfolgen gehört und möchte mit ihrer Brut wieder zum Schwarm zurückkehren. Sie sind nicht viele, aber sie haben mächtige Leviathane. Kilussa, hör mir zu. Der Planet Mr. 4 dient der Liga als Militärproduktionszentrum. Zerstöre ihn mit deiner Brut. Dadurch wirst du dir deine Rückkehr zum Schwarm verdienen. Wie du gebietest, meine Königin. Meine Königin, deine Verwandlung hat deine Fähigkeiten verändert. Wenn du wünschst, kannst du dir die Änderungen in deiner Kammer ansehen. Und damit herzlich willkommen zurück zu StarCraft 2 Heart of the Swarm der Kampagne. Es ist jetzt schon ziemlich genau, also nicht ziemlich, sondern genau 4 Monate her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ich hatte in der Zwischenzeit ein paar andere Projekte am Laufen und so und da dachte ich mir, jetzt kannst du eigentlich mal wieder weitermachen mit der Kampagne und euch das präsentieren. Ich habe vorhin noch mal kurz in die letzten Videos reingeguckt. Das letzte, was ich gemacht habe, ist ja diese Urzerg zu besiegen, die jetzt damit auf meiner Seite sind. Jetzt kann ich hier neue Gespräche führen, habe ich keinen Bock. Gucken wir uns mal erst die Evolutionsgrube an, mal gucken, was dort ist. Ob ich da noch irgendwelche Änderungen habe. Sieht nicht so aus. Aber ich kann mich selber verbessern, hat die gute Frau ja gerade gesagt. Die Essenzen der Urzerg-Anführer haben eine neue Säule und viele neue Fähigkeiten erweckt. Wenn die nächste Stufe deiner Fähigkeiten erwacht, wirst du in dieser dritten Säule ebenfalls neue Fähigkeiten erhalten. Okay, also offensichtlich kann ich jetzt hier bei jeder einzelnen Stufe ein extra Ding machen. So, kinetische Welle haben wir hier, das hat man ja schon. Heroische Stärke, Kerrigans, das will ich nicht. Was ist das? Sprungangriff. Passiv, plus 10 Schaden, Angriffsreichweite plus 3 verringert. Achso. Keine Abklingzeit, das ist gut. So, was haben wir hier? Jetzt hier Psi-Verschiebung. Kerrigan stürmt durch den gegnerischen Reihen und fügt allen Gegnern auf ihrem Weg 50 Schaden zu. Und aktuell habe ich Kettenreaktion. Das macht doch Passive, das ist ja geil. Was machen die anderen? Nicht so wirklich. So, hier, Zerkling Wiedergeburt ist ja ziemlich geil. Verbesserte Overlords? Nee. Automatisierte Extraktoren. Brauche ich nicht. Da führt mir die Zerkling Wiedergeburt besser. So, hier Bersting erschaffen. Wilde Mutation. Achso, das ist auch schön. Und heilen. Heilen ist natürlich auch nicht schlecht. Aber wir machen das in den Bärsling. Oder heilen. Das ist eine ziemlich geringe Abklingzeit und eine recht geringe Energie. Machen wir heilen. So, und jetzt haben wir hier Zwillingsdrohnen. Drohnen werden ohne zusätzliche Kosten in Zweiergruppen erschaffen und benötigen weniger Versorgung. Ah, cool. Bösartige Kriecher, Einheiten und Strukturen erhalten eine erhöhte Lebensregeneration und eine um 30% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit auf Kriecher. Außerdem verbreiten Kriechertumore Kriecher schneller und weiter. Okay. Und Vespin-Effizienz, die Upper-Effizienz von Vespin-Guards wird um 25% erhöht. Also ich denke, da ist hier Zwillingsruhen am besten, weil schnell gute Eco ist immer wichtig. Guti, da hätten wir das. Man kann es ja jederzeit wieder ändern. Und wir können jetzt reisen. Ja, wir sind fertig in dem Sektor. Unsere Bruten auf Char wurden mit tausenden dieser Objekte beschossen. Brutmutter Kilussa hat dieses an uns weitergeleitet. Es ist keine Waffe. Das ist ein Zwei-Wege-Kommunikator. Die Königin der Klingen. Wie erwartet hast du wieder deine wahre Gestalt angenommen? Monster! Wenn dir Jim überhaupt etwas bedeutet, tust du jetzt genau das, was ich dir sage. Ja, er lebt.
Oha. Also haltet einen Schwarm fern von Korall. Und von mir. Oder er stirbt. Dieser Mann hat alles geopfert, um dir deine Menschlichkeit zurückzugeben. Und du hast sie weggeworfen. Wie sehr er dich wohl verabscheut. Er würde dich sicher am liebsten persönlich töten. Ich kann Jim dort draußen nicht spüren. Wenn er am Leben ist, wird mich nichts in diesem Universum davon abhalten, ihn zu finden. So, wir haben jetzt den Raum, der Raum der Liga und Sky Geir Station. Guck mal, was macht. Eine unserer Brutmütter im Koprulu-Sektor nimmt ein seltsames Psi-Signal wahr. Sein Ursprung deutet auf Zerg hin, jedoch stammt es nicht vom Schwarm. Ich weiß, dass du versuchst, Mengsk zu stürzen. Seine außerirdischen Soldaten, die Hybriden, sind deine größte Bedrohung. Wenn du sie aufhalten willst, triff dich mit mir an diesen Koordinaten. Wenn die Liga Hybriden hat, wird unsere Invasion Korhals scheitern. Wir sollten dieses Labor zerstören. Okay. Und... Wenn du es befiehlst, bringen wir den Leviathan in das Gebiet der Liga und suchen das terranische Raumschiff Hyperion. Wünschst du ihre Hilfe dabei, den Terraner Jim Raynor zu finden? Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Raum der Liga. Ich will Jim Raynor finden. Brücke der Hyperion. Valerian, wir empfangen eine Art Signal. Warnung, psionische Wellenform entdeckt. Stärke übersteigt Skala. Kerrigan, was ist mit Ihnen geschehen? Wie? Wir haben keine Zeit. Hört gut zu. Jim ist am Leben und ich kann ihn nicht finden. Aber ihr schon. Hackt das Netzwerk der Liga und findet heraus, wo sie ihn festhalten. Wir können ihr nicht trauen. Valerian, wenn die Chance besteht, dass Jim noch lebt, gehe ich ihn suchen. Sich in das Netzwerk der Liga zu hacken, wird nicht einfach. Nur ein Mann kann das Netzwerk hacken. Colonel Orlan. Und er wird gefangen gehalten von... Mira Hahn. Die Söldnerin? Ist sie nicht eine Freundin von Ihnen? Nicht ganz. Es ist... kompliziert. Bringen wir es einfach hinter uns. Finde ihn, Matt. Das schulden wir ihm beide. Okay. Ja, in den letzten 4 Monaten ist ja einiges Neues passiert. Unter anderem habe ich ein neues Mikrofon bekommen und einen neuen Rechner. Und ich wollte gerade sagen, die Ladezeiten sind immer noch genauso lang, aber das stimmt nicht. Die sind recht kurz gewesen. So, jetzt habe ich hier doch eine Munitionsgrube. Gucken wir mal rein. Und jetzt? Ah, Evolutionsmission. Na, die machen wir natürlich. Mal gucken, was Hydralisken-Gattung bereit für Anpassung. Expeditionsbrut hat uralte Zerg-Essenz im Territorium der Liga entdeckt. Brut wird angegriffen. Zeit begrenzt. Aha. So, wir haben hier die Gattung Fehler. Wird aus Hydralisken gemorpht. Im eingegrabenen Zustand setzt der Fehler Tentakel ein, um ein einzelnes Ziel einzugreifen. Effektiv gegen gepanzerte Gegner. Das ist der, wie hieß denn der aus Brood Wars, StarCraft Brood Wars? Keine Ahnung. Und der Schleicher wird auch aus Hydralisken gemorpht. Im eingegrabenen Zustand setzt der Schleicher Stacheln ein, um mehrere Ziele gleichzeitig anzugreifen, effektiv gegen leichte Einheiten. Okay, also einer von den beiden, das. Ich habe keine Ahnung mehr, wie der hieß von Brood Wars. Naja, gut. So. Ja, Hydralisken opfern Fähigkeit zugunsten starker Distanzangriffe, schützen sie sie mit Schaben oder Zerklingen. Das ist wahr. Ja, jetzt kommt dann wirklich das mit den langen Ladezeiten.
Wobei. Naja, los, komm. Ja, sehr schön. Beliebige Taste drücken, um fortzufahren. Machen wir das. Planet Marik 5. Schwarmcluster unter Beschuss. Die Prometheus-Kompanie. Die Verseuchungsspezialisten der Liga. Wir müssen schnell handeln. Essence nahe. Schöpfung von Overmind. Fehlerkolonie. Langsamer Angriff. Unglaublicher Schaden. Essence einsammeln. Okay. Hydralisken anpassen. Liga bezwingen. Ah, ich sehe. Untersuche. Sequenz unvollständig. Muss übrige Pfählerkolonien vernichten. So. Also die kann man ganz gut wegmikrolen. Sequenz erhalten. Verwebe Pfähleressenz in Hydralisken-Metamorphose. Hydralisken können nun zu Pfählern morphen. So, dann morphen die mal. Pfähler kann eingegraben angreifen. Greift einzelnes Ziel an. Zerfetzt Panzerung. Da ist gerade was aus dem Boden gekommen! Sehr schön. Barrikade der Liga zerstört. Dieser Raketenturm kann unsere Fehler entdecken, selbst wenn sie eingegraben sind. Schaltet ihn zuerst aus. Ja. Beißt euch zusammen! Jetzt, Kili. Wie cool. So. Barrikaden zerstört. Nur Basis der Prometheus-Kompanie übrig. Oh, wie lange der braucht diesen Tor? Uiuiui. Sehr schön. Fetzt.
Hydralisken-Metamorphose-Mechanische Truppen so, eliminiert. Das ist fertig. Alternative Hydralisken-Metamorphose möglich. Verbleibende Schleicherbauten entdeckt. So, ein Kontrollpunkt erreicht. Planet Kavir. Einst Brutkolonie für Dagots Brut. Jetzt verwildert. Verwilderte Schleicher. Überlebende von schwarminternem Konflikt. Ich kann sie kontrollieren, aber ich kann nicht mehr von ihnen erschaffen. Schlüsselsequenz für Transformation fehlt. Benötigt Schleicherbau. Nahen Bau sichern. Essenz unter Kontrolle von Schwarm bringen. Okay. Der Schleicherbau ist nicht weit entfernt. Macht euch auf den Weg. Die verwilderten Zerg haben uns gespürt. Vergrabt euch, schnell! Schleicher greift eingegraben viele Feinde an. Effektiv gegen leichte Einheiten. Oh. Ja, genau, das ist... Ah, wie heißt denn die Einheit aus Brood Wars? Ich weiß es nicht mehr so richtig. Mehr verwilderte Zerg. Grabt euch sofort ein und greift sie an. Na los, kommt. Ziel erreicht. Brutmutter Kilissa auf dem Weg, um Essenz zu extrahieren. Overlords unterwegs. Halt! Ich spüre, dass die verwilderten Zerg in Bewegung sind. Sie greifen von Süden aus an. Verteidigt den Schleicherbau! Okay, da kommen sie. Auch noch mit Baneling. Sauber. Eine weitere Welle. Haltet sie vom Schleicherbau fern. Okay. Verwilderte Zerg bezwungen. Die sind cool. Brutmutter bereit zur Essenzentnahme. Muss Sequenzen für Hydralisken-Metamorphose vorbereiten. Kehre in Evolutionsgrube zurück. Das ist eine total schwere Entscheidung. Mauf-Sequenz von Hydralisken bereit für Integration. Erwarte Entscheidung. Ja, mit den Ähnen total gut gegen gepanzerte Einheiten. Aber immer geht bloß gegen eins. Das hier sehr gut gegen mehrere Einheiten geeignet. Das ist schon schwierig. Ich denke, ich nehme den Schleicher. Evolution abgeschlossen. Okay. Echt eine schwere Entscheidung gewesen. Aber bis jetzt gab es eigentlich keinen richtigen, also keine Evolutionsmission, wo ich gesagt habe, Mensch, du, das ist eine leichte Entscheidung, dann war eigentlich ganz schwer. So, hier, Raserei. Achso, das ist eine Fähigkeit. Na, guckst du. Zusätzliche Panzerung. Angriffsreichweite erhöht. Obwohl ich weiß nicht, ob sich das nur auf die Hydralisken oder auf die Schleiche dann auswirkt. Naja gut, wir lassen es mal bei dieser aktiven Einheit, Fähigkeit. Okay, jetzt sind 20 Minuten rum und deswegen mache ich jetzt hier mal eine Pause, bis ich zur nächsten Mission voranschreite. Und ich wünsche euch noch viel Spaß, vielen Dank fürs Zuschauen und ich melde mich dann in der nächsten Mission wieder. Bis dahin, tschüss!